Morgen. Guten Morgen. Gestern war totale Stille. Wir durften nichts machen. Gestern war nämlich Silent Day hier in Bali. Das heißt, kein Internet, kein Essen. Ja, doch, Essen gab es, aber du musst sehr viel bezahlen. Vorher besorgen oder viel bezahlen. Ja. Ja, kein Internet, kein mobiles Telefon, kein nichts. Zum Glück nur Strom. Wir durften noch Strom benutzen. Die Locals dürfen auch keinen Strom benutzen, kein Entertainment haben, kein offenes Feuer. Die dürfen eigentlich gar nichts machen, außer mit sich selbst beschäftigt sein. Eigentlich ganz gut, weil dann ist die Stadt mal völlig in Ruhe und hat man einfach mal viel Zeit für die Familie. So wie bei uns Weihnachten so ein bisschen. Wir sind jetzt am nächsten Tag, also einen Tag später, jetzt hier in die Reisfelder gelaufen, um uns mal ein bisschen umzugucken, was hier noch so zu sehen gibt. Wir sind jetzt auf einem kleinen Pfad, der durch die Reisfelder führt, nicht weit weg von der Stadt, und schon hat man totale Ruhe, weil der Weg hierher ist ein ganz schmaler Eingang zwischen ein paar Häusern durch. Sieht nicht jeder und deswegen haben wir jetzt hier gut unsere Ruhe. Ja, also wir gucken noch mal, wie weit wir heute laufen können. Also insgesamt haben wir geplant 8 Kilometer zu Fuß. Um den Dreh rum. Ein bisschen noch Pausen rein, mit Essen brauchen. Essen, ja. Natürlich. Und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl auf dem Programm. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Und zwar ist das Haus, in dem Eat, Pray, Love gedreht wurde. Oder wo diese gute Frau damals gelebt hat. Das liegt hier irgendwie hinter den Reisfeldern. Gucken wir uns auch noch an. Können wir euch das auch zeigen, ne? Genau. Also, los geht's. Wir haben hier im Sweet Orange Warung und haben uns kurz gestärkt und gleich geht's weiter. Das ist lustig mit den Kokosnüssen hier auch. Ja, sehr idyllisch. Tolle Musik, tolle Aussicht. Können wir mal machen. Auf dem dünnen Pfad spazieren wir jetzt durch die Reisfelder. Ja? Wie schwer das eigentlich ist, in so einen Tempel reinzukommen, sieht man an so einem Schild. In Thailand ist ja relativ einfach, Sarong umwickeln und gut. Hier brauchst du eigentlich genau diese
balinesische traditionelle Tracht, um da reingehen zu dürfen. Nicht so ganz einfach für uns. So, kennt jemand noch den Film Eat, Pray, Love? Ich nicht. Aber hier geht es jedenfalls zu dem Haus, wo Julia Roberts ein paar Szenen gedreht hat. Und du kannst es sogar mieten und im selben Bett schlafen wie Julia Roberts. So, und das ist es dann. Das bekannte Haus. Ich gehe da jetzt nicht einfach rein. Da gucken wir aber von außen, was wir sehen können. Aber es ist letztendlich auch nur ein Haus wie jedes andere hier. So, das ist das Haus. Wer es wiedererkennt, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, mir sagt es nichts. Aber wird schon stimmen, ne? Jedenfalls ist hier eine geile Aussicht in den Reisfeldern. Und hier zu wohnen macht bestimmt Spaß. Na, was hast du schon wieder angezündet? Ich verbrenne den ganzen Plastikmüll hier im Wald. Finde ich natürlich nicht so geil. Ja. Sieht hier schön die Straße lang. Und wie immer, nachmittags kommt an Regen, Gewitter. Hoffe, dass wir schaffen, wieder rechtzeitig zurückzukommen.